PLA oder PET einfach einfacher zu verarbeiten sind. Um dieses Verwinden während des Druckens zu bekämpfen, sind über die Jahre Ideen in meinem Hirn herangereift, die zu überprüfen nun an der Zeit ist. Zunächst aber mal ein paar Worte zum Longer LK5 Pro, den ich aus bestimmten Gründen für dieses Vorhaben ausgewählt habe. Im Innern einer Metallbox im Sockel des Gerätes befindet sich das Mainboard mit aufgesteckten Schrittmotortreibern, die im Schadensfall schnell ausgetauscht werden können. Die Kabel sind sauber verlegt und der Quellcode der auf dem ATmega 2560 laufenden Firmware wird von Longer veröffentlicht. Sehr gut so, denn Closed-Source-Geräte kommen mir nicht mehr in den Bastelkeller. Softwareseitig sind meinen Ideen somit keine Grenzen gesetzt, ich habe volle Kontrolle über die Schrittmotoren, Lüfter und Heizelemente des 3D-Druckers. Geliefert wird der LK5 Pro weitgehend montiert. Lediglich der obere Rahmen muss an den Sockel geschraubt, der Touchscreen angebracht, ein paar Kleinteile verschraubt und schließlich ein paar Kabel per verpolungssicheren Steckern verbunden werden. Bilder in hoher Auflösung von dem Gerät gibt's wie immer auf meinen Seiten. Der Druckkopf kann über den Touchscreen zu den Eckpunkten des Druckbetts gefahren und dieses anschließend über die gut erreichbaren Stellschrauben justiert werden. Dank der großen Handräder kann man auch im laufenden Betrieb mal schnell nachjustieren. Ist das erledigt, so kann ein erster Druckauftrag gestartet werden. WLAN-Firlefanz ist nicht vorhanden, Druckdaten werden über die USB-Schnittstelle oder eine MicroSD-Karte eingelesen und auf letzterer befindet sich unter anderem die Datei Boot. Und ja, selbstverständlich kann der Longer LK5 Pro Benchies drucken. Ich verwende für diesen Zweck blaues PLA aus meinem Vorrat. Die 10 Meter schwarzes PLA, die dem Drucker beiliegen, würden wohl für ein Benchy reichen, schwarz ergibt aber keinen guten Kontrast für Videoaufnahmen. Die Qualität des Druckes ist gut, ich finde nichts zu meckern, bin allerdings auch kein Fan des Benchy-Druckens. Von dem fertigen Druck gibt's Fotos in hoher Auflösung auf meinen Seiten, somit könnt ihr euch einen eigenen Eindruck von der Druckqualität verschaffen. Weg mit dem Mini-Dampfer und ran ans Bauteile drucken. Das blaue PLA ist gegen graues ABS getauscht und auf der SD-Karte befinden sich die Druckdaten für eine fast 40 cm lange und 2 cm breite Zahnstange. Die Druckdaten im G-Code-Format für den ersten hier zu sehenden Versuch sind klassisch generiert worden. Ich habe ein STL-Modell mit OpenSCAD erstellt und dieses mit Slicer für den Druck aufgearbeitet. Das Druckbett des Longer LK5 Pro ist für Objekte mit einer Grundfläche von bis zu 30×30 cm geeignet. Die Zahnstange passt nur im 45-Grad-Winkel auf die beschichtete Glasplatte und reicht von hinten links nach fast ganz vorne rechts, ich wollte die volle Diagonale ausnutzen. Da ABS beim Abkühlen sehr stark schrumpft und somit zum Ablösen neigt, habe ich das Druckbett mit einem Klebestift beschichtet. Es handelt sich um kein Wundermittel, das Ding habe ich für ganz kleines Geld im Kramladen um die Ecke gekauft, normalerweise wird damit Papier geklebt. Die Temperatur des Hotends ist auf 240 Grad Celsius gesetzt und die erste Lage der Zahnstange wird mit 10 mm pro Sekunde gedruckt. Die folgenden Lagen werden mit 30 mm pro Sekunde gedruckt. Das Druckbett ist auf 100 Grad Celsius geheizt, was der Maximaltemperatur des LK5 Pro entspricht. Wie bereits gesagt, neigt ABS wegen des starken Schrumpfens beim Abkühlen dazu, sich vom Druckbett zu lösen. Was sich im Verlauf des Druckauftrags deutlich zeigt, wer schon mal mit diesem Material gearbeitet hat, kennt das leidige Problem.
Standard-Vorgehensweisen zur Bekämpfung des Warping genannten Effekts sind unter anderem das Anbringen von Mausohren am CAD-Modell oder das Drucken in einem geschlossenen Gehäuse. Besonders in Sachen Haftvermittlung zum Druckbett werden bisweilen irgendwelche Wundermittelchen beworben. Alles nix für mich, denn meine Zielsetzung war es, einen noch exotischeren Stoff einzusetzen: Hirnschmalz. Gedruckt wird hier zunächst der übliche Strang Kunststoff rund um die Grundfläche der Zahnstange und dieser reicht von ganz hinten links. Nach ganz vorne rechts. Und wieder zurück zur Ecke hinten links. Dort wird nun ein Quadrat gedruckt. Und auf das Quadrat folgen mehrere Lagen übereinander gestapelter Dreiecke, was einen Tetraeder ergibt. Ausgehend von diesem Ankerpunkt wird nun die Grundplatte der Zahnstange gedruckt. Der Druck erfolgt dabei nicht in horizontalen Schichten. Stattdessen werden an den beiden vorderen Flächen des Tetraeders beständig neue Stränge ABS angelagert. Der Druckkopf bewegt sich dabei längs der Z-Achse ständig auf und ab. Ist die Spitze des Tetraeders erreicht, so beginnt der Prozess an der Unterkante von vorne. Die Grundplatte wächst somit von links hinten nach rechts vorne. Für den ersten Druck ist diese Grundplatte 2,15 mm hoch und besteht aus 10 Schichten. Der unterste Strang wird mit einer Schichtstärke von 0,35 mm und mit einer Geschwindigkeit von 10 mm pro Sekunde gedruckt. Die folgenden Schichten sind jeweils 0,2 mm hoch und werden mit 30 mm pro Sekunde gedruckt. Die Breite der einzelnen Stränge ist auf 0,6 mm gesetzt. Strangbreite und Höhe legen den Winkel des ursprünglichen Tetraeders und somit der Spitze der wachsenden Zahnstange zum Druckbett hin fest. Dieser muss flacher als der Winkel der Druckkopfdüse sein, da diese ansonsten höhere Schichten berühren würde. Ferner muss darauf geachtet werden, dass der Druckkopf nicht an der obersten Lage der Grundplatte streift, während der unterste Strang gedruckt wird. Beim LK5 Pro ist zu jedem Zeitpunkt ausreichend Luft zwischen Druckkopf und der Oberkante der Grundplatte. Vorteilhaft beim Druck von links hinten nach rechts vorne ist, dass sich die Düse des Bauteillüfters rechts befindet und somit nicht im Weg ist. Die Z-Achse bewegt sich wie gesagt beim Druckvorgang immer auf und ab. Beim LK5 Pro wird diese von nur einem einzelnen, hier rechts im Bild zu sehenden Schrittmotor und einer Spindel angetrieben. Die linke Seite verfügt über keinen eigenen Antrieb. Das Prinzip funktioniert dank der recht spielfreien Führung über V-Schlitze in den Aluprofilen und den kugelgelagerten Kunststoffrollen sehr gut. Die Grundplatte der Zahnstange wächst mit etwas mehr als 3 mm pro Minute weiter nach rechts vorne. Wie beim ursprünglichen Versuch ist auch hier die Druckbettheizung auf 100 Grad Celsius eingestellt. Der LK5 Pro ist während der Experimentierphase mehr oder weniger ständig mit dieser Druckbetttemperatur betrieben worden, die Elektronik hat dabei durchweg ohne Probleme funktioniert. Der Grund, warum ich die Grundplatte nicht stumpf von unten nach oben, sondern mit einem 90 Grad Winkel drucke, liegt in der höheren Stabilität des fertigen Bauteils. Quer zu den Strängen können keine so hohen Kräfte aufgenommen werden wie längs der gedruckten Einzelfäden. Nach etwas mehr als 2 Stunden ist die Ecke ganz rechts vorne erreicht. Hier wird ein weiteres Mausohr gedruckt, genau wie am Anfang, bestehend aus einem an der unteren Lage überstehenden Dreieck. Nun wird das stumpfe Ende der Grundplatte modelliert. Die dreieckige Spitze wird zunächst links
und dann rechts aufgefüllt. Als letzter Schritt wird die nun noch vorhandene schräge Fläche aufgefüllt. Die G-Code-Daten für die Zahnstange habe ich mit Hilfe eines Python-Skripts generiert. Dieses ist als Download auf meinen Seiten erhältlich, sodass ihr diese Experimente mit eigenen Parametern nachvollziehen könnt. Was noch fehlt, sind die Zähne auf der Grundplatte. Diese werden wie üblich in horizontalen Schichten gedruckt, da der Winkel der Zähne zu spitz ist, um nach dem gleichen Prinzip wie die Grundplatte gedruckt werden zu können. Die Zähne reichen nur bis zur Mittelachse der Grundplatte. Die Umgebungstemperatur in meinem Videostudio beträgt etwa 20 Grad Celsius. Nach 2 Stunden und 45 Minuten ist die Zahnstange fertig, während des Drucks hat sich diese nirgends von der Grundplatte gelöst. Erst beim anschließenden Herunterkühlen des Druckbetts löst sich die Zahnstange teilweise von der Glasplatte. Nach dem vollständigen Ablösen ist zu sehen, dass sich eine Wölbung mit einem Buckel in der Mitte gebildet hat. Auch mit dieser Druckmethode bauen sich Spannungen in dem Bauteil auf, diese werden lediglich in andere Richtungen dirigiert. Grundmission erfüllt, kommen wir zur Kür. Die zweite Zahnstange wird mit einer deutlich höheren Grundplatte gedruckt, anstelle der 2,15 mm im ersten Versuch sind es hier immerhin 3,35 mm. Die Unterkante des Druckkopfes hat beim LK5 Pro immer noch ausreichend Abstand zur Oberkante der Grundplatte. Wer genau hinsieht, erkennt, dass sich die Kante am Anfang der Zahnstange ein ganz klein wenig abgelöst hat. Dennoch wird die Grundplatte problemlos fertig gedruckt. Und auch beim Druck der Zahnreihe bleibt das Werkstück am Druckbett haften. Der Auftrag ist nach 3 Stunden und 10 Minuten abgearbeitet. Hochaufgelöste Fotos der Ergebnisse gibt's auf meinen Seiten, ebenso weitere Anmerkungen zum Druckverfahren. Den nächsten Test drucke ich auf der glatten Rückseite der Glasplatte, die prinzipiell eine schlechtere Haftung mit sich bringt. Auf den Klebestift als Haftvermittler verzichte ich allerdings nicht. Gedruckt wird eine 100x50 mm große Platte mit einer Höhe von erneut 2,15 mm. Dabei wird als Ankerpunkt ein Pentaeder gedruckt. Dieser besteht aus übereinander gestapelten Rechtecken. Insgesamt 10 davon ergeben die geforderte Höhe. Der Grundkörper wächst nun nach allen 4 Seiten. Somit ist die Lüfterdüse als tiefster Punkt des Druckkopfes zu beachten. Soll noch höher gedruckt werden, muss diese abgeschraubt werden. Erneut ist die Druckplatte auf 100 Grad Celsius justiert, im Videostudio ist die Umgebungstemperatur mittlerweile auf etwas über 21 Grad Celsius geklettert. Auch beim Druck dieser Platte müssen die Kanten am Ende aufgefüllt werden. Fertig ist der Auftrag nach etwa einer Stunde. Auch nach dem vollständigen Abkühlen des Druckbetts haftet das Bauteil noch ein wenig an der Glasplatte. Wird das gleiche Bauteil konventionell, also in horizontalen Schichten gedruckt, so kommt es auch hier gegen Ende des Auftrages zu deutlichen Ablöseerscheinungen. Passend zum Thema bilden sich in dieser Kameraeinstellung sogenannte Moiré-Muster auf der Glasplatte, mit deren Hilfe unter anderem Materialspannungen visualisiert werden könnten. Habe ich euch also den heiligen Gral des verwindungsfreien 3D-Drucks demonstriert? Leider nein. Für spezielle Druckaufträge hilft das Verfahren auf jeden Fall weiter, die Anwendungsfälle sind aber begrenzt.
Wie groß man drucken kann und ob das, was ich so ausgeknobelt habe, auch wirklich funktioniert, könnt ihr selber ausprobieren. Wie gesagt, gibt's die Python-Scripts, mit denen ich die G-Code-Befehle erzeugt habe, auf meinen Seiten zum Download. Ebenso findet ihr dort die OpenSCAD, STL und G-Code-Dateien, die ich in diesem Video verwendet habe. Zu sehen ist, dass sich die Grundplatte dann doch irgendwann ablöst, wenn man auf diese noch 2 mm starke Wände druckt, um eine Box aus ABS zu erhalten. Es gibt also noch mehr zu erforschen, knobeln und zu experimentieren. Wer mich dabei finanziell unterstützen möchte, kann gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an all die großartigen Menschen, die davon schon Gebrauch gemacht haben. Mein Dank geht auch an Longer für den LK5 Pro, mit dem ich die Experimente durchgeführt habe. Weitere Experimente in Sachen 3D-Druck, die ich ganz im Sinne von Open Source mit euch teilen werde, sind bereits in meinem Hirn.